Um mit dem Panther von Level 9 auf Level 10 zu kommen, müssen wir 40 Gegner auf Golem Island töten, einmal 4 Gegner im Nahkampf im antiken Hafen von Golem Island töten, ohne entdeckt zu werden, und einen Gegner im Nahkampf aus der Tarnung in Bauchlage heraus. Jo, gut, kriegen wir hin, hoffe ich. Ich wollte einen Fallschirmsprung machen, Mann. Ja, ich bin mit dem Heli hierher geflogen. Die Markierung kann ich eigentlich mal wegmachen. So, komm, jetzt mach einen Fallschirmsprung. Danke. So, dann machen wir das nämlich wieder hier. Oh, oh. Wieder hier an dieser Basis. Keine besonderen Vorkommnisse. Roger, verstanden, hier auch. Was fehlt mir da auf der 3? Keine Ahnung. Hm. Nimm mal ein Fernglas. Ja, mein Stuhl quietscht. So. Welcher Feuermodus eingestellt? Auto. Gut. Hallo. Das hier ist ja nicht der antike Hafen, oder? Nee, Testgelände ist das. Gut, sonst hätte ich hier ja müssen die Nahkampfkills machen. So, nehmen wir erstmal da vorne die Eingangsbereich weg. Schuss ist leider in die Wand gegangen. So, war's das? Gut. Nein, sag mal, warum? Ich weiß nicht. Hier ist auch alles ruhig. Irgendwie. Okay, da läuft er. Kein Kontakt. Genau, kein Kontakt. Sehe ich ganz genauso. Unglaubliche Reichweite. Und das, obwohl ein kurzer Lauf drauf ist. Ich bin ja immer noch so begeistert von dieser Waffe. Wie viel Schaden macht die eigentlich so? 27, das ist auch ziemlich viel. Das ist mehr als so manches Sturmgewehr. Wenn ich mir hier mal so die 416 angucke, die macht 30 und die ist voll aufgewertet. Haben wir die G36 hier schon? Nee, ne? Aber hier G2 25 Schaden. Also, ich bin ziemlich beeindruckt von der MP5. Finde ich sehr, sehr geil. Hallöchen. Vielleicht da haben wir noch einer. Sag mal, wie ist das denn die Möglichkeit? Gut, sauber, können wir rein. Prima. Da läuft einer. Jetzt hat der mir natürlich gerade voll die Sicht versperrt. Nein, keine Ziele in Sicht. Heieiei. Oh, nehmen wir mal mit, was auch immer das ist.
Für den Speicherstand brauche ich es eigentlich nicht. Ich sollte mal nachsehen. Nö, das sehe ich anders. Welche Perks habe ich eigentlich? Oh, perfekt. Perfekten Schleichperks. Wo bin ich? Ach, da bin ich. Okay. Hatte einen kleinen Orientierungsverlust. Oh, hallo. Ach ja, das macht einfach Spaß. So, jetzt haben wir schon 15 Kills. Könnten wir uns hier draußen einbutten? Ja, das würde gehen. Dann merke ich mir das mal für den nächsten. Haben wir hier alle? Ich hoffe. Ich hoffe, die Aufnahme ruckelt nicht, denn hier ruckelt ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Ich habe das Spiel V-Sync nochmal angeschaltet. Ich hatte es ja vorher über meine Grafikkarte und hatte immer diese kleinen Frame-Einbrüche um 3-4 FPS. Das hat sich aber für mich immer so extrem viel angefühlt. Und ja, mit dem In-Game V-Sync ist das ein bisschen besser. Da steht ein Soldat, ein Wolf. Ich weiß aber auch, dass da oben auf den Dingern noch einer rumläuft. Normalerweise. Ich möchte vermeiden, von dem dann flankiert zu werden. Scheint aber jetzt gerade keiner zu sein. Das wäre gut. Ich hoffe, der bleibt noch so lange stehen hier. Ich weiß nicht, wie nah ich ran muss. Aber probieren wir es einfach mal so. Ja, hat geklappt. Wunderbar. Leider sieht man jetzt nichts, aber... Ja, such nicht so schnell, bitte. Ich weiß noch, wie viel Probleme ich immer gehabt habe hier bei dieser Basis. Auch im Livestream ja ein bisschen. Aber alter Schwede, da sind wir jetzt richtig gut durchgekommen. Aber gut, die Wolves sind auch ziemlich AFK im Moment scheinbar. Gut, dann würde ich sagen, schnappen wir uns das kleine Rote und dann ziehen wir weiter. Ich lade vielleicht mal nach, nur sicherheitshalber. Vorsichtshalber. Na, guck mal da vorne. Wir müssen... Ach stimmt, überfahren zählt nicht als töten so richtig, ne? Das hatten wir letztes Mal schon. Dann überfahre ich die jetzt nicht, sondern erschieße sie. So. Genau, scharf sehe ich auch so. Oder Ziege. Was auch immer das, was auch immer da gerade gemäht hat. So, wo fahren wir denn hin? Vorne stehen auch noch zwei, normalerweise. Ja, einer ist da. Ach ja. So, wo ist denn der antike Hafen? Der war irgendwo da. War das der antike Hafen? Ich weiß es nicht. Nee, das waren die Spuren antiker Ruinen hier. Wo ist denn hier der antike Hafen? Hm. Ein Hafen würde ich eher so im Hafengebiet
Hier, das könnte ein antiker Hafen sein. Schauen wir mal, dass wir da irgendwie hinkommen. Das hier könnte auch ein antiker Hafen sein. Naja, schauen wir mal. Sein Kollege schreit und stöhnt. Ihn interessiert's gar nicht. Tja. So, was müssen wir am antiken Hafen machen? Vier Gegner im Nahkampf töten, ohne entdeckt zu werden. Das heißt, wir dürfen nicht einen töten, ohne entdeckt zu werden, und dann nochmal einen, sondern wir müssen vier Stück töten, ohne dazwischen entdeckt zu werden. Wenn ich gut wäre, würde ich sagen, ja, gar kein Problem. Naja, kriegen wir hin. Wenn wir da rüber kommen. Da links sehe ich eine Brücke, kann das sein? Ja. Ach, das Teil war das. Oh, Schande. Ich erinnere mich sehr gut daran. Ah, wie ich kläglich hier gescheitert bin so oft. Einmal einsprühen. Geschützschutz. So. Wie viele Gegner haben wir denn da? Die Markierung kann weg. Ist es überhaupt der antike Hafen hier? Sieht nämlich nicht sehr hafig aus. Ist das der Hafen? Ja, es ist der Hafen. Verdammt. So, wie viele Gegnats haben wir? Hier einen. Da noch einen. Da noch einen. Und... ja. Zum Glück muss ich die nicht hintereinander töten. Sondern, naja, wenn ich es überhaupt hinkriege. Erstmal in den Busch. Reicht der Busch? Ja, er reicht. Hier bei mir ist nichts zu sehen. So, die beiden da hinten sind kein Problem. Ah, geh in den Busch zurück. Oh mein Gott. Hei. Ist ja auch perfekt getarnt hier. Ne? So, lol, ich bin gar nicht da. So, und die scheinen da hinten einfach so zu stehen und sich nicht zu bewegen. Das ist gut. Das ist gut. So, nochmal neu einsprühen. So. Wünscht mir Glück. Gefälligst. Das ist so irritierend, dass sie dann immer noch schreien zwischendrin. Oh, Scheiße rufen. So. Haben wir drei. Einen brauchen wir noch. Wo kriegen wir denn einen einzelnen her? So, dass wir nicht entdeckt werden. Wie sieht es denn da drin aus? Oder da unten drunter? Ist hier irgendwo noch ein Gegner, ein Einzelner vielleicht? Da nicht. Da sind noch ein paar. Stehen allerdings echt blöd. Wenn ich dem einen Headshot gebe, na gut, dann dreht er sich wahrscheinlich um, ne? Dass es zu nah ist. Ja, aber das ist... In den Häuschen ist keiner drin, oder? Nee, natürlich nicht. Warum sollte im Wachhaus auch jemand drin sein? Ja, das ist oben. Ist aber auch schlecht hinzukommen. Also irgendwas ist da verbuggt. Alle stehen einfach nur rum, keiner bewegt sich. Ja, ich habe ja so das Gefühl, mit Title Update 4.0.0 wurden mehr Bugs eingebaut, als entfernt wurden.
So, jetzt aber ganz, ganz, ganz vorsichtig. Ich muss nur noch einen töten, ohne entdeckt zu werden. Nur noch einen. Das Problem, wo steht der denn genau? Der steht... Da ist der eine. Wo ist der andere? Da. Nein, das ist perfekt. Komm, bitte jetzt nicht entdeckt werden auf den letzten Drücker. Waren Sie das? Ja, das Wahnsinn. Oh, Gott sei Dank. Hey, hey. Das war ein bisschen Nervenkitzel. Ein bisschen nervenaufreibend. Kommen wir da rum hoch? Geht das? Ja, sieht so aus. Himmel! Ich muss ja nicht töten, ohne entdeckt zu werden, ne? Nee, einfach nur töten. Noch 16 Stück. Oh, verletzt. Oh, die Wolves, die schießen immer irgendwie mit Krallen geschossen oder so. Mein Gott. Dumm, dumm Geschosse. Sprenggeschosse, was auch immer. Heieiei. Hey. Seh nix. Steck ich im Stein? Ich bin weg. Ja, ich steck so halb im Stein drin. Ach, ja. Wir haben Gesellschaft! Ja, und ich komme nicht mehr raus aus dem Stein. Toll. Ja, starte mal eine Drohne. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich bin... Zielen kann ich auch nicht mehr so richtig. Tja, also... Vielleicht, wenn ich mich hinlege? Geht nicht. Ducken? Ich komme hier nicht mehr weg. Ich stecke im Steinfeld. Ah, jetzt bin ich raus. Ich habe mich raus. Ich habe mich befreit. Wo bist du? Oh nein, 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 kein Heli. Die rufen doch hier immer die dicken OVS-Helis. Heieiei, ich bin nicht da. Zum Glück haben die keine Wärme. Das wäre noch schön. Böse Zungen behaupten, ich hätte Angst, vom Heli erschossen zu werden. Ach, wenn's Wildlands wäre, könnte ich das hier tun. Oh, der Heli dampft ab. Gut. Habe ich nichts dagegen? Was war das? Warum klettert er denn jetzt da hoch? Sag mal. So, wo sind denn meine restlichen 13 Opfer? So, wo sind meine restlichen 10 Opfer? 10 kleine Sentinels. Ich habe auch noch irgendwo gerade einen Wolf rumlaufen gehört. Na komm, laden wir mal nochmal nach. Wenn uns die Munition ausgeht. Wieder ein bisschen Spannung. So, oder? Ne? Hey, seid auf der Hut. Moment mal.
Gut, ich komm mit. Wie sonderbar. Wie sonderbar. Wir sind scheiße. Feindliche Einsatz. Ah! Ah! Weißt du, wenn neben ihnen, 2 Meter neben ihnen, ein Kamerad umfällt, kriegen die nicht mit. Aber wenn einer auf der anderen Seite von der Insel sagt, wir sollten nachsehen, was das war, dann kriegen sie das mit. Ach ja, Mörser. Es könnte hässlich. Oh, eine kleine Pistrone. Ich hasse die. Und da haben wir es geschafft und wir sind auf Stufe 11. Nice. Wobei, ich darf jetzt keine Gegner mehr töten wahrscheinlich, sonst zählt das wieder in die nächste Herausforderung mit rein. Gut, dann, ja. Abonnieren, kommentieren, liken und teilen bitte. Ich melde mich ab.